Mein Name ist Manuche Moshtar Khorasani. Ich bin Forscher, ein Forscher im Bereich von historischen Waffen und Rüstungen aus dem Iran, aus dem persischen Raum. Ich habe bis jetzt mehr als 7 Bücher geschrieben, 3 wichtige Buchpreise gewonnen, akademische Buchpreise. Und ich habe 182 Artikel geschrieben, die in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht worden sind. Journale, Zeitschriften und so. Darunter sind 135 akademische Zeitschriften. 135. Mein erstes Buch wurde im Jahr 2006 veröffentlicht, Arms and Armor from Iran, The Bronze Age to the End of the Qajar Period. Waffen und Rüstungen aus dem Iran, von der Bronzezeit bis Ende von Qajaren Periode. Es handelt sich um dieses Buch, hat ein Plastik-Cover, aber dieses Buch habe ich dann 2006 veröffentlicht. Ich habe 8 Jahre dafür gebraucht, um das Buch zu schreiben. Das ist nur eine Hülle, Schutzhülle. Ja, das gehört nicht dazu. Mehr als 8 Jahre. Und ich war der erste Forscher, der die Erlaubnis bekommen hat, die iranischen Museen, die Bestände von verschiedenen Museen, vor allem Militärmuseen in Iran, zu untersuchen. Ich habe die Exponate in der Hand gehabt, ich habe die gemessen, ich habe verschiedene Bilder machen und machen lassen und dann, man sieht tausende von Bildern von über 520 Exponate da drin. Das ist Militärmuseum von Teheran in Sadabad Palast in Teheran, Militärmuseum von Shiraz in Afif Abad Palast in Shiraz, Militärmuseum von Bandar-Anzali, das ist ein Palast von Reza Shah in Bandar-Anzali im Norden vom Iran. Alle diese Museen sind Teil von Nasiruddin Shah Qajar private Sammlung gewesen, die seit Jahrhunderten aufbewahrt worden sind und dann von Safaviden, auch von Timuridenzeit. Und dann wurden bis zur Qajaren-Periode, dann bis zu Pahlavi. Und dann in Pahlavi-Zeit wurden sie dann in 3 am Ende, gegen Ende, geteilt und in 3 Museen verteilt. Die sind meistens iranische, persische Waffen und Rüstungen. Und auch Geschenke aus anderen Staaten wie Russland, russische Schwerter, das sind indische, osmanische und so weiter. Das ist das Resultat, was man hier sieht. Ich habe auch weitere Museen untersucht, fast 20. Das sind National Museum of Iran, Nationalmuseum von Iran, dann sind Iran-Bastan-Museum, dann habe ich auch Reza Abbasi-Museum, Pars-Museum in Shiraz, Nadiri-Museum in Mashhad, Reza Abbasi-Museum in Teheran, Mellat-Museum in Teheran, Niavaran-Palast in Teheran und viele andere. Es gibt auch ausgewählte Stücke aus sehr berühmten europäischen und amerikanischen Sammlungen drin auch. Vom Nationalmuseum zeige ich zum ersten Mal sassanidische Schwerter, die richtig durch archäologische Ausgrabungen ausgegraben worden sind. Auch parthische Schwerter, achämenidische Schwerter, seht ihr in diesem Buch. Dieses Buch hat im Jahr 2009 den Buchpreis, World Book Prize of Iranian Studies bekommen. Weltbuchpreis von iranischen Studien im Iran. Das wird vom Kultusministerium verliehen und der damalige Präsident vom Iran in einer staatlichen Zeremonie hat mir den Buchpreis
gegeben. Andere Forscher, die in anderen Bereichen den Buchpreis bekommen haben, bei mir war natürlich Geschichte und Militärgeschichte im Bereich von iranischen Studien. Andere Preise wurden in anderen Kategorien verliehen und darunter waren Professoren aus Harvard, ich kann mich daran erinnern, aus Oxford und so weiter, waren viele Kollegen da. Dieser Preis, also wenn man Doktor ist an einer Uni, dann kann man automatisch nach Erhalt dieses Preises zum Professor ernannt werden. So wichtig ist dieser Preis in akademischen Kreisen. Ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich meine Forschung fortgesetzt. Ich habe hunderte Bücher und was heißt Bücher? Hunderte Manuskripte, handgeschriebene, untersucht, die in iranischen Museen zu finden waren. Ich habe zum ersten Mal Manuskripte gefunden über Bogenschießen. Bis dato wusste man nichts von persischen Bogenschießen. Ich meine Manuskripte. Es gab arabische, türkische, aber keine persische. Und in arabischen und türkischen Manuskripten redete man schon von Wichtigkeit von persischen Bogenschießen, iranischen Bogenschießen. Und ich habe dann diese Manuskripte gefunden. Bis dato habe ich 9 Manuskripte komplett übersetzt von Persisch, von damaligem Persisch ins Englische, auch erklärt. Und dann habe ich über Damaststan, ich meine Tigelstan, diese Version, auch wie hergestellt worden ist, Manuskripte gefunden. Dann habe ich über verschiedene Manuskripte, die über Kriegsführung reden, Schwertkampf und auch andere Waffen, habe ich alle diese Worte rausgeschrieben aus hunderten Manuskripten. Persische Sprache geht durch 4 Etappen durch. Altpersisch, Avesta, die Sprache von Avesta, Heilige Schrift von Iran und Perser, Mittelpersisch, Pahlavi und dann Neupersisch, was auch Ferdowsi von damaliger Shahnameh-Zeit von 10. Jahrhundert bis heute man auch im Iran spricht. Ich habe die Worte rausgefunden, zum Beispiel Shamshir, was soweit für Schwert steht. Dann habe ich gesehen, im Mittelpersischen hieß es Shafshir, Shamshir, dann Soruk. Jedes Mal, wenn man ein Wort hat, zum Beispiel auf Altpersisch Arshti, in Keilschrift habe ich das hinzugefügt, geschrieben. Das musste man sogar mit Hand schreiben, fotografieren, musste ich. Und dann die Erklärung. Dann in Avesta, in Heilige Schrift von Zoroastrane, habe ich dann da auch geschrieben. Pahlavi, Mittelpersischen, aus Karnomia, Ardeshir, Prabakan. Alles geschrieben, was mit Waffentechnologie zu tun hatte. Typologie von Waffen, verschiedene Arten von Schwertern, Speeren und so weiter. Und auch Herstellung von Damaststahl, Herstellung von Bogen. 5700 Einträge hat dieses Lexikon. Lexikon of Arms and Armor from Iran. Lexikon von Waffen und Rüstungen von Iran. Eine Studie über Symbole und Terminologie. 5700. Dieses Buch habe ich in 2010 veröffentlicht. Ich bin der Erste oder einer der wenigsten, der den Buchpreis von iranischen Studien, Book Prize of Iranian Studies, 2-mal gewonnen hat. Dieses Buch habe ich in 2012 wieder den Preis gewonnen und von damaligem Präsident wieder in einer staatlichen Zeremonie den Preis bekommen. 2-mal. World Book Prize of Iranian Studies of Iran. Dann habe ich gleichzeitig, das wurde im 2010 veröffentlicht. Dann gleichzeitig habe ich im Jahre 2000, also vorher, also ein paar Jahre vorher, wurde ich von einem ukrainischen Sammler, russisch-ukrainisch, Dmitri Strischinski, der ist ein sehr wohlhabender Geschäftsmann, der in Paris wohnt, eingeladen und habe ich seine Sammlung untersucht.
Diese Sammlung hatte er von einem saudischen Prinzen gekauft und ich war in Paris und diese Sammlung gibt es Stücke aus dem persischen Bereich, Iran, es gibt Stücke aus Osmanischem Reich, es gibt Waffen und Rüstungen aus afrikanischem Raum, es gibt indische Waffen und Rüstungen, indonesische und ausgewählte europäische, oder die ich dann in diesem Buch und arabische vor allem geschrieben habe. Dieses Buch ist ein Kunststück. Wie seht ihr das? Es gibt wenige auf der Welt von diesem Buch. Wie ihr seht, das ist in Silber. Das ist im Silber, purem Silber, jedes Buch. Und jedes Stück ist anders. Das wurde per Hand gemacht von einem Silberschmied aus Moskau. Und auch mit Silber geschrieben. Das Papier ist ein hochwertiger Papyrus. Und die Bilder wurden von einem Starfotografen, von einem russischen Starfotografen, der in der Modebranche auch arbeitet, auch im Bereich von Natur in Paris. Das ist das Buch und Resultat. Da habe ich auch lange Zeit daran gearbeitet. Und am Anfang mache ich auch einen Vergleich über persische Manuskripte, über Damasstahl. Und dann beschreibe ich diese ganze hervorragende Exponate. Was ich im Bereich von, ich meine, ja, Waffen und Rüstungen und vor allem von Lexikon gearbeitet habe, habe ich, wie gesagt, 5700 Wörter ausfindig gemacht und gefunden. Und da habe ich auch gesehen, dass es viele Techniken gab. Ich habe gesehen, dass ab 10. Jahrhundert Schachname von einer Technik spricht. Und diese Technik wurde sehr oft verwendet. Shamshir Farsada. Das heißt, mit dem Schwert vertikal auf den Kopf hier zu schlagen, auf dem Scheitel, sagen wir so. Diese Technik wurde immer wieder verwendet und darüber redet man immer oder beschreibt man. Auch in Miniaturen sieht man das. Bis zum 18. Jahrhundert sogar, bis zum 19. Jahrhundert sieht man auch in Miniaturen, wie man Schild hat und dann schlägt. Sepahr und Schamschir. Dann habe ich gesagt und habe ich mir gedacht, es gibt eine, also wirklich eine, sagen wir, so eine konsistente Bewegung oder Technik, die man über Jahrhunderte sieht. Persien ist wie Iran ist wie Japan. Traditionell. Traditionen bleiben da. Dann habe ich dann andere Techniken gesehen. Dann habe ich die alle klassifiziert. Wann sieht man wo diese Technik? Auf welcher Miniatur sieht man? In welchem Manuskript über Kriegsführung hört man über diese Technik? Gibt es verschiedene Variationen? Ändern sich die, sagen wir so, die Geometrie des Schwertes. Wir wissen, dass die zum Beispiel die Schwerter ändern sich auch im Laufe der Zeit. Ich war nochmal zurück zu Arms and Armor from Iran. Gibt es zwei Schwerter, die Timur zugeschrieben werden. Bis heute kann man auch darüber streiten, ob es so ist. Aber ich wusste eins: Man muss auch nochmal die Forschung, die hier gab, die vorher, bevor ich meine Forschungen angefangen habe, alles basierte auf europäische und amerikanische Exponate. Und nicht, was man im Iran hatte, ganz wenig sogar in Russland. Wobei man vieles dort hat. Wann diese starke Krümmung kam, fand ich, muss man nochmal neu alles bewerten und auch untersuchen. Zurück dazu zu dieser Technik. Dann habe ich alle Waffen und Typologie untersucht. Ich habe schon im Lexikon durch diese linguistische Arbeit, schon die Basis gehabt. Dann habe ich dieses Buch geschrieben. Persian Archery and Swordsmanship.
persische Bogenschießen und Schwertkampf, historische Kampfkünste vom Iran. Persian Archery and Swordsmanship, Historical Martial Arts of Iran. Ich habe viele Manuskripte, viele Kriegsberichte, viele Miniaturen, das sie dafür untersucht. Und das ist auch das Resultat. Ich habe meine Forschung fortgesetzt. Schon damals, als ich im Militärmuseum von Teheran gearbeitet habe und die Exponate untersucht hatte, habe ich viele Feuerwaffen gesehen. Und diese Technologie dazu habe ich schon dort gesehen, zum Beispiel verschiedene Steinschloss- und Perkussionswaffen und auch Lunten und solche verschiedene Sachen habe ich dort gesehen, Pistolen, andere Sachen. Und die habe ich untersucht, auch Kanonen und so. Und das Resultat von, wie gesagt, Steinschloss, Lundenschloss und auch nochmal Perkussion und so weiter, ist diese Persian Fire and Steel, Persian Fire and Steel Historical Firearms of Iran. Das sind über die Schusswaffen und da drin habe ich drei Manuskripte übersetzt und erkläre ich. Eine ist, wie man Bronzekanonen damals, Kanonen aus Bronze, gegossen hat von Safavidenperiode. Ich erkläre ganze Technik da drin. Also ein Manuskript aus Safavidenperiode. Auch es gibt ein Manuskript von Kajarenperiode, die auf auch sich stark an Colonel Congreve darauf basiert, habe ich das auch übersetzt und sieht man auch, wie die Raketen von Kajarenperiode benutzt wurden, sind damals oder benutzt wurden. Und auch nochmal ein anderer beschreibt Mohandas Tabrizi, wie Kanonen eingesetzt wurden, welche Typen, Raketen, sogar Feuerwerk damals, wie man verschiedene Typen herstellt oder herstellte. Und das ist das Resultat. Es sind 112 von richtig königlicher Sammlung. Und 100 sind aus königlicher Sammlung aus Teheran und 12 sind aus St. Petersburg, wo der russische Kollege von mir, Andrew, mir zur Verfügung gestellt hat. Die wurden dann im Krieg zwischen Russland und Iran, Persien damals in Qajarenzeit als Kriegsbeute genommen. Und die sind auch drin, weil diese Kanonen sind sehr wichtig und ich zeige es dir auch. Gegen Ende im Dezember, soweit ich mich daran erinnern kann, habe ich dieses Buch veröffentlicht. Und dann habe ich für die tschechischen Kollegen gearbeitet, in Tschechien, im Museum von Znojmo. Das ist dieses Buch, Earldom of Steel, Erbe von Stahl. Das ist die Sammlung von Znojmo Museum. Das wurde gegen Ende vom 19. Jahrhundert von einem privaten Sammler, sehr berühmte, dem Museum von Znojmo geschenkt. Und es handelt sich um persische Waffen, die damals schon gekauft wurden im 19. Jahrhundert. Osmanische, chinesische, japanische, indonesische, afrikanische. Und die beschreibe ich alle ins Detail. Dieses Buch habe ich dann in 2019 den Buchpreis, tschechischen Buchpreis gewonnen. Und Gloria Musealis, ich musste gucken, wie das heißt, der Buchpreis. Vor einer staatlichen Zeremonie habe ich von tschechischen Kultusminister persönlich auch diesen Preis gewonnen. Wurde auch im Fernsehen ausgetragen, wie damals im Iran auch, als ich die anderen gewonnen habe. So, ich habe drei Buchpreise. Soweit meine 6 Bücher von mir. Von meiner Ausbildung, mein Studium, ich habe bis auf, damals war Diplom, ich habe meinen Bachelor in den USA gemacht, bis auf Diplom dann, also Master,
habe ich in Deutschland studiert, zwischendurch auch in Spanien studiert. Ich bin ausgebildeter Amerikanist, Anglist, Schwerpunkt englische Linguistik. In dem Bereich von englischer Linguistik habe ich auch promoviert. Ich bin promovierter Amerikanist, Anglist mit Schwerpunkt Linguistik. Richtig, also akademische Analyse von englischer Sprache. Ich habe auch Hispanistik studiert. Ich kann fließend Spanisch reden und schreiben. Ihr habt auch wahrscheinlich Artikel von mir gelesen. Die schreibe ich selbst auf Spanisch. Das war mein Nebenfach. Hauptfach war, wie gesagt, Amerikanistik, Anglistik, Schwerpunkt Linguistik. Und zweites Hauptfach verbunden war Betriebswirtschaft auf Diplom- oder Masterniveau. Ich habe dann später promoviert. Ich habe in den USA studiert, University of Wisconsin. Ich habe in Deutschland studiert, Universität von Gießen. Und ich habe auch Universidad de Salamanca in Spanien studiert. Diese drei. Meine Promotion ist aus dem, also habe ich in Deutschland gemacht, Universität Gießen. Und das ist meine Dissertation. The Development of Controversies from the Early Modern Period to Online Discussion Forums. Das wurde in eine akademische Reihe veröffentlicht, Linguistic Insights. Es handelt sich die Identifikation von Taktiken, die man meistens unter Verwendung von falschen Namen im Internet verwendet. Wie geht man Konflikte ein? Welche Mittel benutzt man? Und dann habe ich die linguistisch analysiert. Das kann auch natürlich zur Identifikation führen. Und auch nochmal, weil jeder von uns hat bestimmte Taktiken, die man gerne immer wieder benutzt. Das war, und im Bereich, das ist nicht direkt forensische Linguistik, das ist im Bereich von Konflikt, Taktiken in Konflikt und Strategien, die man in Konflikt, also vor allem online benutzt. Schon damals habe ich diese Arbeit geschrieben. Das sind meine Bücher. Ich habe 182 Artikel veröffentlicht in verschiedenen Zeitschriften, meistens akademisch, mehr als 135 in akademischen Zeitschriften. Wir wissen schon, dass man, wenn man 10 oder 11 in renommierte Zeitschriften veröffentlicht, bekommt man einen Doktortitel, meistens auch sogar eine Habilitation. Ich habe 135 akademische Artikel im Bereich von Archäologie, im Bereich von Metallurgie, im Bereich von Geschichte, Militärgeschichte, Zeitschriften. Zum Beispiel vor kurzem habe ich in renommierte Shedet Journal Zeitschrift von Fayyum Universität in Ägypten veröffentlicht. Ich habe in Gladius, die wichtigste Zeitschrift von akademischer Analyse von historischen Waffen in Spanien veröffentlicht, Universität Madrid. Ich habe viel mehr in Österreich akademische Zeitschriften, EAZ und dann JAMA, Universität León in Spanien, viel in den USA veröffentlicht, in New York, im Bereich von diesem Engineering, Metallurgie. Ich habe viele auch Buchbeiträge und ich habe in der Universität von Kafka Zeitschrift veröffentlicht, auch in einem Buchprojekt, Killage. Ich schreibe persönlich auf Englisch, wisst ihr natürlich, Hauptsprache, die ich benutze, Deutsch, habe ich viele Artikel auf Deutsch, Persisch, Spanisch und auch Französisch. Französisch ist eine Sprache, die ich aus privaten Gründen gelernt habe und auf diese 5 Sprachen agiere ich und schreibe ich meine Artikel. Dann von Freunden wurden auch meine Artikel auf Finnisch, Russisch, Ukrainisch, Türkisch und so weiter, andere Sprachen übersetzt. Zu meinen verschiedene Schwarzgurte oder Graduierungen, die ich im Bereich von Kampfkunst habe. Ich habe vor 1,5 Jahren meinen 2. Dan im Bereich von Vollkontakt-Karate Kyokushin gemacht. Bei Shihan Nazari im Iran, 6. Dan Kyokushin. Wichtige Persönlichkeit von Hamburg in Japan. Ich habe Schwarzgurt im 2. Dan von Namapai. Ich habe 2. Dan von WKA im Kickboxen. Schwarzgurt 2. Dan.
Ich betreibe seit Jahren Brazilian Jiu-Jitsu. Ich glaube mittlerweile 12, 14 Jahre mache ich auch bald meine Graduierung, auch im Wing Chun, dass ich lange trainiere und werde ich bald meine Graduierung auch dort machen, in beiden. Hoffentlich hohe Graduierung. Mehr werde ich später verraten. Ich bin auch ringe ich seit Jahren. Und soweit, was ich im Kampfkunst gemacht habe. Ich habe auch wie im Kyokushin-Karate oder Kenjutsu und so 100 Mann Kampf versucht. Mein erster Versuch war in Prag. Damals war ich alleine. Keiner aus Deutschland ist mit mir gekommen. Ich war in Prag. 12 Runden habe ich gekämpft. Es gab Sprachbarrieren. Und ich habe bemerkt, dass manche dort sehr nervös waren. Manche haben nicht mal wollten mit mir die Hand schütteln. Das war mir auch ganz merkwürdig. Wie gesagt, ich habe nicht mal einen Coach gehabt. Damals war ein Kandidat, der wollte Rasmov Soi trainieren. Hat mir das damals schon gesagt und angeboten, dass ich diesen Versuch dort machen kann. Und habe ich das gemacht. Und viele Leute wissen, dass wie es dann gegangen ist. Ich habe 12 Runden gekämpft. Darunter war auch ein Muay Thai-Kämpfer, Schwergewicht. Ich habe ausgehalten 12 Runden. Und durch Verletzungen musste ich dann nach 12 Runden Kampf aufgeben. Mein Finger wurde schwer verletzt. Es war nicht nur mein Finger, da auch andere Verletzungen. Aber ich habe gekämpft und dann, das war im 11. September 2000, wenn ich mich nicht täusche, 14. Dann habe ich weitergemacht nach dem Motto, was Klitschko sagt. Wenn man sagt, dass ich ein Champion bin, dann gibt man nicht auf. Jeder kann kämpfen, jeder ist ein Kämpfer. Aber ein Champion ist jemand, der zurückkommt. Dann habe ich im April, glaube ich, 2015, wo ich sogar meinen Finger nicht mehr richtig bewegen konnte, weil der musste zurückgenäht werden, habe ich weitergekämpft. Und diesmal durch Fisas mit verschiedenen Maestri habe ich gekämpft. Sehr technische Kämpfe haben wir geliefert, mit verschiedenen Schwertern habe ich gekämpft. Ich habe immer mit Shamshin Sepal gekämpft. Und dann ein paar Monate später, im Sommer 2015, habe ich dann das, also da in Bologna, waren 30 Runden habe ich gemacht. Ich habe gedacht, wir werden durch Etappen werde ich mich vorbereiten, 30 Runden. Das heißt, nach 10 Runden mache ich Pause, trinke ich Wasser und dann weiter. Und dann im Sommer des gleichen Jahres, das heißt 2015, habe ich in Hamburg gekämpft. In Hamburg waren 50 Runden. Dann darauf folgendes Jahr habe ich in Malta gekämpft, 70 Runden. Danach habe ich mich bei einem MMA-Club vorbereitet, weiter, damit ich 100 Runden kämpfe mit Waffen. Und da wurde ich leider schwer verletzt. Ich habe einen Riss gehabt, kompletten Riss vom Knie. Und dann hat die lange gedauert, bis ich mich wieder erholen konnte. Heute, wie ihr vielleicht gesehen habt, habe ich verschiedene Solo-Trainings. Bei meinem Solo-Trainings trainiere ich 39 Katas von Kyokushin-Karate, darunter 3 Bo-Katas, immer wieder. Ich trainiere jeden Tag. Manchmal um 5 oder 6 fange ich an zu trainieren im Sommer und im Winter ein bisschen später, manchmal abends, manchmal sogar Mitternacht. Ihr seht das, ich habe 149 erreicht, Solo-Trainings. Manche sind nicht nur Eintagtraining, sondern verschiedene, die ich zusammengetan habe. Leute von meinem Team wissen, dass als ich diese ganze Resistance- oder Widerstandskämpfe gemacht habe, wegen Ausdauerkämpfe, sagen wir so, ich habe schwere Verletzungen im Rücken gehabt. Ich konnte nichts kicken. Für mich war es sehr traurig als Kyokushin-Kämpfer, als Schwarzgurt in Kyokushin. Ich habe immer sogar das Clinch gekickt. Ich habe Drehkicks gemacht, auch im Kickboxen. Axtkick gemacht, verschiedene Kicks. Konnte ich nicht mehr. Ich musste auf Boxen, Ellenbogen, Ringen. Und später, brasilianisches Jiu-Jitsu war sehr gut für mich. Weil beim Ringen sogar konnte ich viele Sachen bis Suplex nicht mehr machen. Und wisst ihr was? Solo-Trainings
Und mein Knie, dann kam diese Knie dazu, nicht nur mein Rücken. Ich konnte nicht joggen gehen. Deshalb habe ich angefangen, zwei Coaches zu nehmen. Und sie haben mir geholfen, richtig zu schwimmen. Ich konnte immer schwimmen, aber nicht so professionell. Jetzt schwimme ich 10 Kilometer im Ozean. Dank dieses, sagen wir, intensives Training beim Schwimmen. Zwei Coaches privat, ja. Weil ich nicht joggen konnte. Ich konnte nicht mal 3 Meter joggen, weil ich zwei Bandscheiben, eine war komplett durch und andere, und ich wollte mich nicht operieren. Immer Pilates, Yoga. Ich habe immer diesen Schmerzen gehabt. Dann kam Knie hinzu. Ich werde ein Video machen, wie ich mich geheilt habe. Irgendwie durch ein Wunder. Bei diesem Solo-Training, wie gesagt, 39 Runden Kyokushin, Entschuldigung, 39, ich habe angefangen, in Englisch zu reden, 39 Katas, immer wieder gemacht. Dann auch drei Katas von Wing Chun. Die sind diese drei bis zu BG, letzte. Und auch mit Waffen, mit Huyu Dao. Eine Form bei Wing Chun, auch nochmal ein Langstock bei Wing Chun. Dann auch, ich mache auch Tenshin Shoden, katholischen Torio, diese Katana habe ich gemacht. Immer wieder, und zwei, drei Formen aus weißen Kranich Kung Fu, die sehr ähnlich sind wie Wing Chun oder auch wie, deshalb habe ich das gelernt von Kollegen. Auch wie Sanshin Kata oder Tensho bei Kyokushin. Weil alle gehen zurück zu diesem Kranich vor. Was dann sehr wichtig war für mich, habe ich bemerkt, mein Knie wurde immer besser. Dann habe ich bemerkt, dass ich immer höher kicken konnte. Dann auf einmal konnte ich Drehkicks wieder machen. Richtige Drehkicks. Wie früher. Dann konnte ich springen. Bei Pinan Sono Go habe ich am Anfang Angst gehabt zu springen. Könnt ihr euch vorstellen? Diese normale, sagen wir, Sprung bei Pinan Sono Go. Bei Kanku sowieso. Bei Garyo Kata sowieso. Aber dann konnte ich alles machen. Dann habe ich angefangen zu joggen. Jetzt jogge ich jeden Tag bis zu, in der Nähe, wo ich wohne, gibt es einen See. Bis dorthin jogge ich immer. Jeden Tag. Hin und zurück, kein Problem. Durch diese Trainings- oder Trainingsreihe bin ich mit der Natur eins geworden. Sonnenaufgang manchmal, Sonnenuntergang. Da sind Schwäne dort, da sind Gänse, da sind Wildgänse, da sind Enten. Und es ist Reihe sogar. Verschiedene Tiere auch dort und das ist sehr interessant zu sehen und trainieren und sie zu beobachten und gleichzeitig zu trainieren. Ich werde wie gesagt, ein Video machen über diese verschiedenen Heilungsprozesse, die ich durchgemacht habe. Und habe bemerkt, auf einmal, und habe verstanden, warum Oyama alleine auf dem Berg dort damals in Japan trainiert hatte. Ich arbeite auch an der Uni, unterrichte ich im Bereich von Ethik und auch interkulturelle Kompetenz. Beiden Fächern unterrichte ich. Bei Frankfurt School of Finance and Management und bei ISM. Und habe viele Master Thesis und Arbeiten, Meisterarbeiten betreut. Mehr als 20 über verschiedene Sachen. Ihr könnt diese auf meiner Seite sehen, wenn ihr Interesse habt. Ich arbeite auch für verschiedene Firmen im gleichen Bereich. Das ist über meine Person und was ich mache. Ich freue mich wirklich, dass ich heute auf Deutsch mit euch rede, wirklich, oder geredet habe. Jetzt kommen wir zu Ende. Das ist wirklich sehr nett. Und das tut wirklich gut. Immer bis jetzt immer auf Englisch, Englisch, Englisch. Heute ist es gut, dass ich auf Deutsch mit euch rede. Und ich wünsche euch alles Gute.
Und vielen herzlichen Dank für die Unterstützung aus Deutschland und Österreich und Schweiz. Vielen Dank und bis bald. Danke.